befinden uns in der Humboldt-Uni in Berlin, wo Palästina solidarische Studierende das Sozialwissenschaftliche Institut besetzt haben. Sie protestieren gegen den Genozid in Gaza, gegen die Komplizenschaft der deutschen Universitäten, gegen den israelischen Siedlerkolonialismus. Und das Präsidium der HU hat immer gezeigt, auf welcher Seite es steht, und zwar auf der Seite des deutschen Staates, um die deutsche Staatsräson zu verteidigen und auch, wenn es dafür sein muss, mit Gewalt die Bullen gegen die eigenen Studierenden zu hetzen. Damit Aktionen wie Besetzung erfolgreich werden können, müssen sie von möglichst breiten Teilen der Studierendenschaft getragen werden. Und das Protestcamp letzte Woche an der WU hat gezeigt, dass breite Teile der Studierendenschaft hinter der Forderung nach einem freien Palästina stehen. Eine breite Studierendenschaft mit tausenden Studierenden lässt sich eben viel, viel schwerer räumen bei einer Besetzung und lässt sich auch viel schwerer isolieren, als wenn es eben nur ein paar Dutzend sind. Und gleichzeitig müssen auch Beschäftigte mit in den Kampf einbezogen werden. Wir sehen das zum Beispiel bei den Protesten in den USA, in Kalifornien, wo Beschäftigte sogar dafür abgestimmt haben, jetzt in den Streik zu gehen für die Forderung der Studierenden. Und durch diesen gemeinsamen Kampf mit den Beschäftigten bekommt das Ganze dann eben eine viel stärkere materielle Kraft. In diesem Sinne war die Kundgebung an der FU letzte Woche ein erster gemeinsamer, wichtiger Schritt zur Verbindung von Studierenden und Beschäftigten und Lehrenden. Wir fordern auch hier an der HU Berlin auf, dass alle Dozierenden, Lehrenden, alle Beschäftigten sich schützen, vor ihre Studierenden stellen. Denn es geht hier um grundlegende demokratische Rechte wie Versammlungsfreiheit, wie Meinungsfreiheit, die hier gerade fundamental angegriffen werden.